Herzlich willkommen bei Pinoblo. Heute stellen wir dir die drei Pilot Iroshizuku Neuheiten des Jahres 2022 vor und wir zeigen dir, welche Tinten dafür aus dem Sortiment genommen werden. In unserem Shop findest du die gesamte Iroshizuku Kollektion und vieles mehr. Dazu zählen nicht nur Schreibgeräte, sondern auch nützliches und schönes Zubehör. Pilot ist neben Platinum und Sailor einer der drei großen japanischen Hersteller für hochwertige Schreibgeräte. Seit 2011 stellt Pilot die Iroshizuku Tinten her. Diese haben beste Eigenschaften, nicht nur hervorragende Fließeigenschaften, sondern auch ein diszipliniertes Verhalten auf dem Papier und eine ausgewogene Sättigung. Das Sortiment umfasst 24 Tinten. In diesem Jahr wird es drei neue Tinten geben. Bei diesen handelt es sich um Sui Gyoku, Hana Ikada und Hutaru Bi. Das Sortiment wächst allerdings nicht auf 27 Tinten an, sondern es werden drei Tinten gestrichen. Diese sind Tsukushi, Inaho und Tsuyukusa. Die Aufmachung der Tinten ist genauso hochwertig wie die Tinten selbst. Erhältlich werden die drei neuen Iroshizuku Tinten in 15 ml Gläsern sein und in 50 ml Gläsern. Sowohl bei dem Füllvolumen als auch bei der Aufmachung und dem Design ändert sich also nichts. Auf dem Etikett bekommt man bereits einen Vorgeschmack auf die jeweilige Tintenfarbe. Man sieht den Namen der Tinte, den Hersteller und wie viel Tinte sich in dem Glas befindet. Man erkennt schon anhand der Etiketten, dass die drei neuen Tinten für eine schöne Farbvielfalt sorgen. Die Tinten haben poetische Namen, die durchaus dazu geeignet sind, die Fantasie anzuregen. Sui Gyoku steht für Smaragdgrün, Hana Ikada bedeutet übersetzt so viel wie im Wasser treibende Blumen und Hutaru Bi bedeutet übersetzt Glühwürmchenlicht. Schauen wir uns die drei Tinten auf dem Papier an. Die Einblendung haben wir auf Tomoe River geschrieben, weil dieses Papier die Tinteneigenschaften besonders schön hervorhebt. Alle drei Tinten haben hervorragende Schreibeigenschaften und legen sich wie ein Film auf das Papier. Der Tintenfluss ist ideal und die Konturen sind Iroshizuku-typisch scharf wie ein japanisches Kochmesser. Zudem bieten sowohl Sui Gyoku als auch Hana Ikada und Hutaru Bi ein facettenreiches Shading. Selbstverständlich werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Tinten, die aus dem Sortiment genommen werden. Tsukushi bedeutet übersetzt so viel wie Pferdeschweif, Inaho so viel wie Reiskorn und Tsuyukusa bedeutet übersetzt asiatische Tagesblume. Was den Preis und die Verfügbarkeit anbelangt, so werden die Neuheiten im Laufe des Jahres 2022 zu markentypischen Preisen erhältlich sein. Das bedeutet, dass 50 ml ungefähr 30 Euro kosten werden und 15 ml rund 10 Euro. Was die Einstellung der drei Alttinten anbelangt, gibt es noch keine Informationen. Und damit kommen wir zum Fazit. Die Neuheiten von Pilot sind durchaus frischer Wind in der Iroshizuku-Kollektion und bieten eine erfreuliche Abwechslung. Wenn du allerdings eines der drei Auslaufmodelle zu deinen Lieblingstinten zählst, dann ist es jetzt an der Zeit, für einen entsprechenden Vorrat zu sorgen. Was denkst du sowohl über die Neuheiten als auch über die Auslauftinten? Schreib deine Meinung in die Kommentare, abonniere unseren Kanal und empfehle unser Video deinen Freunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen.